Wir waren in dem Bus 25 Leute und 23 gingen letztendlich in den Westen und 2 blieben im Osten. Die waren wohl mehr oder weniger umgedreht oder warum auch immer. Und ja, der Austausch funktionierte so, wir mussten wohl pünktlich um 12 mit dem Bus da sein. Erstmal hielt der Bus so 10 Kilometer vor der Klinikerbrücke, hielt er noch mal so eine Viertelstunde, damit das Timing stimmt. Und dann fuhr er praktisch von Potsdam kommen, so rechts in diese Bucht und blieb da stehen. Und nach einer Weile stiegen dann ein Herr Bird, der war vom US Department für Europa zuständig, John Kornblum, der übersetzte, und Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Vogel. Und als erstes sagte Bird in Englisch, er möchte uns die herzlichsten Grüße vom Präsident Reagan übermitteln, was John Kornblum übersetzte, und alle johlten und klatschten und totale Euphorie. Und dann wurde nochmal gesagt, dass jeder, der jetzt in dem Bus sitzt, egal wie er sich vorher entschieden hat, drin bleiben kann in dem Bus und mit in den Westen kommen. Und mein, in Anführungsstrichen, Lada war ein roter 2103, weiß ich wie heute, der stand schon bereit, um mich nach Pankow zu fahren. Die Autos habe ich stehen sehen. Und dann kam Vogel in meine Nähe und ich sagte zu ihm, was wissen Sie von meiner Frau? Und da sagte er, Ihre Frau lebt mit einem anderen Mann zusammen, hat die Scheidung eingereicht. Woher wissen Sie das, meine Frage? Haben mir die Sicherheitsleute mitgeteilt. Ne? Und jetzt war ich völlig geklatscht und wusste nicht mehr weiter. Ich war also erstmal am Ende und habe dann den Herrn Bird gefragt, ob ich ihn unter vier Augen sprechen kann. Und er sagt, okay, ich möchte rauskommen aus dem Bus. Und man stand Bird und Kornblum und ich zusammen. Eventuell war auch Vogel dabei, das weiß ich nicht mehr, könnte auch sein, nicht. Und habe meine Fragen gestellt, ob, wenn das schief geht im Westen, ob man dann wieder in den Osten kann, ohne dass das passiert. Und nahm er den Vertrag raus und zitierte die Passagen in dem Vertrag, wo explizit drin stand, dass man keinen Repressalien ausgesetzt ist, wenn man aus dem Westen wieder zurückgeht in den Osten, und dass die Familie, die Ehefrau, die Kinder, aber auch Mutter, Vater und Bruder, also alle, die wollen, in den Westen zu gehen, dann haben die Möglichkeit. Also auch von Ostseite aus zugesichert? Ja, in dem Vertrag. Ich weiß jetzt heute nicht mehr genau, welche Rolle die Russen in dem Vertrag spielten, ob die da mit involviert waren. Also involviert waren sie auf jeden Fall. Oder zwischen welchen Parteien der Vertrag letztendlich war, weiß ich nicht. Da müsste ich eventuell Helga Vogel fragen, mit der ich ab und zu Kontakt noch habe. Und die weiß das bestimmt, weil er ist ja tot. Und ich war so, wie soll ich sagen, verwirrt und angeschlagen. Am Anfang hatte ich versucht, Englisch zu sprechen und mir fielen Vokabeln ein, die ich seit der Schulzeit vergessen hatte. Aber dann hat doch John Kornblum alles übersetzt. Und ich dachte, mein Gott, dann mach das, dann bleibst du drin in dem Bus und dann das wird schon dann alles irgendwie werden.